Und da dürfen wir die Geschichte hören von der Christine Losli, nämlich die Geschichte von der Fee Matuia, wie sie die Klänge von der Geige erfunden hat. Und aus der Geige von der Luitgard Meyer dürfen wir hören, wie die Geigenklänge tönen. Schaffung der ersten Geige. Wir werden also hören, wie die ersten Klänge von der ersten Geige sie auf die Welt kommen. Sie hätten eigentlich glücklich sein können. Aber nein, traurig waren sie, weil sie einfach kein Kind bekommen. Und sie hätten so gerne eins gehabt. Die junge Frau ist viel ganz alleine in den Wald gegangen und dort hat sie auch ihren Kummer vergessen. Eins, was sie wieder so traurig unter einem Baum fingen. Du wirst dein Glück finden. Aber das Glück ist nicht lange im Haus geblieben. Der Bub war noch ganz klein. Da ist die junge Mutter gestorben. Und mir glaubt fast nicht. Der Bub ist hergewachsen und war noch nicht einmal 20. Da ist schon der Vater gestorben. Das Glück? Wo ist echt das Glück? Der junge Mann hat sich aufgemacht. Er hat sein Elternhaus verlassen, ist raus in die Welt, ist von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt gezogen. Das Glück? Wo ist echt das Glück? Irgendwann ist er dann zum Schloss vom König gekommen. Schon von weitem hat er gedacht, da muss es auch wohnen. Einmal reich werden sie sein, die Leute, die unter diesem Dach wohnen. Und als er nach beim Schloss war, da schaut er rauf, an diesen hohen Mauern rauf und sieht ganz hoch oben ein Fenster. Offen ist es. Und dort schaut eine junge Frau aus. So eine schöne, junge Frau. Es ist Königstochter. Und jetzt ist es um den jungen Mann geschehen. Er hat nur mal ausgehört, den Bogen genommen. Und dann hat er probiert. Gibt es einen Ton? Fein. Und sacht. Aber er ist gern kräftiger geworden und gern mutiger. Und es hat auch geklingen. Ein Klang, den es bis jetzt noch gar nie hat auf dieser Welt. Mit dem Blut und der erste Klang von der ersten Geige war auf der Welt. Der hat den Wärter das Herz aufgetan.
Und sie sind zum König gesprungen. Herr König, Herr König, wir hören etwas, was wir noch gar nie gehört auf dieser Welt. Das müsst ihr doch hören. Und der König? Er hat den jungen Mann herbringen. Und der König ist das Herz aufgegangen. Diese Klänge, das hat er wirklich noch nie gehört. Und das, was der junge Mann hat, das hat er wirklich noch nie gesehen. Und er hat seine Tochter, Lareichen. Das muss die auch sehen. Und das muss die auch hören. Und wo die Väter und die Tochter haben hergeführt, da spielt der junge Mann nicht nur das Lachen von der Fee Matuja. Nein, er spielt auch Tränen von ihr. Und während Christine Losli ihre Geschichte dort hinten in ihrem geheimnisvollen Märchenbuch versorgt, klingt die Geschichte bei uns innen noch immer nachher.